So, hallo YouTube. Willkommen bei einer weiteren Folge Trimworld, bei der wir versuchen, diesen gottverdammten Planeten zu verlassen. Es gab jetzt eine lange Pause, erst wegen Krankheit, dann wegen Gamescom. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was in der letzten Folge passiert ist. Ich weiß nur, dass wir nur zu zweit sind und dass Jen Pyromanin ist. Und das heißt, wir müssen jetzt versuchen, mehr Kolonisten zu züchten. I did not bully. Und dann Jen loszuwerden. Das ist das Einzige, was ich weiß. So. Okay. Base. Ich guck mal, ich mach mal kurz. Wir machen Inventur, okay? Also. Unsere U-Defense steht wie eine 1. Und die Kamera mal kleiner. So. Fallen sind aufgebaut. Wir haben Metallfallen geaddet, die mehr Damage machen als letzte Line of Defense. Aber das sieht hier sehr, sehr gut aus. Dann innen drin ist sehr sauber. Wir haben Felder, die innen bewirtschaftet werden. Und ich glaube, unsere Batterien sind voll. Das heißt, wir generieren Überschuss an Strom. Wir haben eine vertretbar große Menge an Tieren, an Haustieren. Hier, die sieht man hier. Die Leute aus dem Chat. Hallo. Wir sind gerade im Frühling. Das sieht schon mal gut aus. Unsere Und jetzt wisst ihr auch, warum wir Jen loswerden müssen. Chat deutete negative Sachen an über Jens Haltung. Das brachte Jen so sehr in Rage, dass sie eine Prügelei begann. Okay. Gut gemacht, Chat. Oh, sie hat eine Blutung. Warte mal. Das ist nicht frisch, oder? Linker Arm abgeschnitten, ist nicht frisch. Okay. Okay, so, sie wird verarztet. Ein Blitzsturm bricht aus. Oh, warte, die sind auch noch Mechanoiden. Ah, wir hatten das hier gecleared, ne? Das war schon länger her. Ah, ich erinnere mich. Wir hatten hier oben, waren Mechanoiden, die uns belagert haben. Und dann haben wir dieses Gerät benutzt, damit die Tiere ausrasten. Und die Tiere auf der Map haben dann die Mechanoiden angegriffen. So war das doch, oder? Ja. Sehr gut. Okay, I remember. So, wir lassen mal die Sachen hier reinholen. Wir checken auch gleich mal die Zone von unseren Kolonisten. Mhm. Weil hier kriegen wir Bauteile raus. Wir sollten auch diese Bauteile hier einsammeln. Und den Stahl natürlich auch. So, wie ist die Zone hier eingeteilt bei denen? Außenzone ist mit dabei. Ist das hier... Ah, warte mal. Aber die Außenzone ist so angelegt, dass sie da nicht hinlaufen. Das heißt, Gebiet verwalten, Außenzone vergrößern. So, damit ist die Außenzone im Prinzip alles. Okay. So, Chat isst was. Macht sich jetzt auf den... Was macht er da? Er besucht ein Grab. Wessen Grab besucht er? Trill. Oh nein. Chat vermisst Trill. Oder Donny. Man weiß es nicht. Rest in peace. So, die beiden ruhen sich aus. Jens Bett ist normalerweise hier. Ich hoffe, die sind jetzt nicht schlecht gelaunt, deswegen. Jen hat ein bisschen schlechte Laune. Woran liegt das? Heftige Schmerzen. Ah, weil... Ist es wegen dem Arm oder wegen der Schlägerei? Weiß ich nicht. Fackel die Leichen ab, die Müffeln. Die geben aber, glaube ich, keinen Malus, oder? Die müssen schon in den Raum reinlaufen. Damit es einen Malus gibt. Guck mal, die Stimmung von Chat ist insane gut. Der einzige Malus ist Nährstoffpaste, aber das haben wir, das ist ja gewollt, damit wir keine Lebensmittelvergiftung bekommen. Und dunkel ist auch kein Problem. Das heißt, eigentlich ist es hier perfekt eingestellt.
Ich will es nicht jinxen, aber wir brauchen jetzt nur... Oh mein Gott. Ich sage, ich will es nicht jinxen. Bumm. Unsere Medizin brennt ab. Fuck you, Randy. Das ist so typisch einfach, ne? Ja, na gut. Löschen es schnell. Hier ist noch nicht mehr verbrannt. Seht ihr? Easy. Hühnerei befruchtet ist im Lager verdorben. Warum verderben unsere befruchteten Hühnereier? Warum werden überhaupt hier... Warte mal. Warum werden befruchtete Hühnereier hier drin gelagert? Wait. Wait. Warte, wo ist es? Wo sind Tiererzeugnisse hier? Tierische Produkte. Eier befruchtet? Nein. Okay. Strom kontrollieren. Ja, wir checken es mal. Läuft. Batterien sind zwar komplett entladen und wir haben wenig Wind. Aber ich glaube, es reicht trotzdem... Oh, oh, nee, jetzt gehen die Lampen an. Oh, oh. Ja, jetzt haben wir zu wenig Strom. Aber wir haben die Bäume hier entfernt, damit die Windräder richtig durchdrehen können. Die haben, glaube ich, 100% Leistung. Ja, die Batterien füllen auch ganz, ganz langsam. Ich bin mir nicht sicher, ob wir zwei... Ob wir im Frühling zwei Felder brauchen, die innen wachsen. Ich mach mal... Ich stelle mal ein, anbauen. Nicht mehr erlauben. Habe ich beide jetzt angeklickt? Das heißt, das, was hier noch wächst, ernten wir noch. Aber wir brauchen für Frühling und Sommer brauchen wir keine Innenfelder. Und sobald die dann geerntet sind, schalten wir die beiden Lampen auch ab. Ja, Dach weg. Ja, okay. So, dann machen wir hier neu verbinden, damit es aus ist. Ah ne, neu verbinden. Und dann machen wir das Dach weg. Ist, glaube ich, smarter, stimmt. So, okay. Währenddessen sammelt Chat die Mechanoiden ein. Ich glaube, wir bekommen aus denen, bekommt man keine Bauteile mehr, oder? Früher war das mal so. Ich glaube, jetzt kriegt man nur noch Stahl und Plastahl raus. Dann aber auch die Heizung aus. Ja, stimmt, die muss auch auf jeden Fall aus. Ich könnte hier ein Kabel hinmachen, das ist neu connected, ne? Machen wir mal. Strom, Stromleitung. Und wenn wir hier ein Kabel hinmachen. Dann, wenn wir neu verbinden machen, dann geht es an das tote Ende hier und dann sind die aus. In der Theorie. Den Feuerraum wolltest du auch jetzt machen. Das war nur ein Joke. Wir haben den Feuerraum getestet, war Quatsch. Was wir aber wirklich angehen, ist der Insektenraum. Das, was jetzt gerade noch unser Stahllager ist, ist ja Insekten-Spawn-Zone. Und wenn die Insekten da drin spawnen, benutzen wir das hier als erste Line of Defense gegen Attacker. Nein. Oh nein. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Metskillen ist nice. Ja, aber wenn wir jetzt Chat sagen, der soll sich um die Tiere kümmern, dann macht er den ganzen Tag nichts anderes, oder? Gucken wir mal rein. So, erst haben wir Jen versorgt. Das ist gut. Oh, das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir brauchen. Jetzt müssen wir einmal gemeinsam beten, dass hier jemand abgestürzt ist, den wir gebrauchen können.
Atlantis-Universum. Ist es nicht ein Puff? Ich glaube, in Frankfurt oder in Hamburg, nee, in Hessen gibt es einen Puff, der heißt so, oder? So, wir gucken mal rein. Körper. Schuss nahe am Hals quälend, das ist bad. Stirbt in 18 Stunden, das schaffen wir. Du kennst dich hier aus, frag nicht uns. Ich dachte, ihr seid Stammgäste oder so, ihr kennt euch, keine Ahnung. So, wir gucken mal rein. Merkmale, Psychopath, Drogeninteresse, nervös, verweigert einfache Arbeit, Intellekt, Doppelflamme 10, Bergbau, Doppelflamme, Konstruktion. Also ist jetzt nicht optimal, ne? Aber wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal alle aufnehmen, die möglich sind. Wir retten. Besser als Pyromane, auf jeden Fall, ja. Was macht Drogeninteresse? Naja, die haben halt so eine Affinität zu Drogen. Das heißt, die, wenn da Drogen rumliegen, haben die auch mal Bock, die zu nehmen. Du musst ihn fangen, sonst haut er ab. Aber kann es nicht sein, dass er freiwillig zu uns überläuft? Warte mal. Das Octokeks, die Schwester? Tot. Das ist der Bruder von Octokek. Das ist eine Außenmission, oder? Ja, machen wir nicht. Octokek war die Schwester, ja. So, Weltraumflüchtling gehört zur Liga der Hindus. Sekunde, hier. Natürlicher Ruf ist minus 130. Das heißt, der Ruf tendiert dazu, negativ zu gehen, ne? Das heißt, lass es mal so machen. Wir peppeln den auf. Wenn er bleiben will, cool. Wenn nicht, dann kriegen wir plus Ruf bei der Fraktion. Da werden die nicht feindlich. Also so oder so gut. Je weniger Kolonisten du hast, desto eher bleibt er freiwillig, glaube ich. Sozusagen als Fangnetz vom Spiel. Ah, das ist gut zu wissen. Ich force es jetzt nicht, sondern wir gucken einfach, was natürlich passiert, okay? So, Chat schläft in seinem Bett. Ist das Bett gut? Ist meisterlich, perfekt. Ein perfektes Bett. Das gefällt mir. Was für Temperaturen haben wir hier drin? Minus 9. Im Schlafsaal sind 21 Grad, das ist auch perfekt. 22 Grad hier. Wurde das Dach hier abgerissen? Nein. Wieso nicht? Hatte noch keine Zeit scheinbar. Steht der Reaktor schon? Was für ein Reaktor? Ich wurde reingelegt. Okay, Jen läuft wieder rum, das ist gut. Wir geben mal Jen eine Waffe. So, die Tiere werden versorgt. Was haben wir eigentlich für einen Medizinskill bei Chat? Boah, 14. Das ist schon insane, ne? Ist einfach Meister. Ara, ara. Chat ist einfach Medizinmeister. Das Problem ist, wir bräuchten jemanden. Oh, oh. Ja, gut, dass die Warnung kommt, wenn die schon direkt vor der Tür stehen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Die Tür ist offen. Die hier auch. Okay. Ah.
Kommen die rein. Noch nicht. Mach mal die Türen hier auf. Warum fehlt hier eine Tür eigentlich? Jetzt kommen die rein. Ist tot. Das war knapp. Ich würde die schon gerne reinlocken, weil scheinbar ist das keine Skaria oder so. Man kann die dann ganz normal essen. Das heißt, es wäre eigentlich ein Haufen. Das wäre ein Haufen gutes Essen, was wir benutzen können. Warum läuft denn der so? Gott. Okay, jetzt ist es gefährlich. Weiß halt, das hier ist leider, also das ist zwar eine Steintür, die hält mehr aus, aber die schließt sich auch langsamer. Das ist halt ein bisschen risky, wenn wir da jetzt rausluschern. Die Tür unten ist zu. Ach stimmt, die muss offen sein. Scheiße. Sehe ich jetzt erst. Nein! Oh mein Gott. Hier gibt es gar keinen... Oh nein. Hier gibt es keinen Weg. Sag mal, wer hat denn das gebaut? Wer hat den Scheiß gebaut? Wer war das? Oh mein Gott. Nee. Oh Gott. Nee. 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 Oh, wir brauchen Jen. Oh no. Okay. Sag mal, die Tür hier, die soll offen bleiben. Ja, passt. Jetzt kommen die die geht aber schon wieder... Warum? Nein! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh ja, okay, der ist tot. Oh oh. Ja. Ja, gute Shots. Okay. Leute, U-Defense ist flawless, ne? Kann man nichts sagen. Also das ist die beste Defense, die jemals gebaut wurde in RimWorld. Ich sag's euch. Wir bringen die hier weg. So, Dach wird abgerissen. Gefahr gebannt. Die anderen sind nicht durchgedreht, so wie es aussieht. Laufen wir innen einfach noch ein bisschen rum. So, wir haben aber viel Fleisch jetzt gewonnen. Wir müssen noch die Fallen wieder aufbauen. Das heißt, wir können hier bei der das wieder so einteilen, dass es offen ist. Chat entspannt. Jen baut das Dach ab. Sehr gut. Wurde der... Nee, das hier wurde noch nicht angelegt, das Stromkabel hier. Okay. So, Tiere werden versorgt. Da liegt ein bisschen Blut rum, was nicht so gut ist. Okay. Nice. Alright, Wildschweine werden reingeholt. Mehr Essen für uns. Was ist eigentlich mit dem Gang links von der U-Defense? Der Gang hier, den haben wir angelegt, damit, wenn irgendwann hier die Insekten spawnen, dann machen wir das so, dass die Tür hier offen ist, der Gang offen ist. Und dann schließen wir diesen Eingang. Das heißt, Angreifer, die in unsere Base wollen, laufen hoffentlich hier durch und laufen erstmal in die Insekten rein.
Das ist die Idee. Ob das in der Praxis dann wirklich funktioniert, keine Ahnung. Und dann Feuerraum, genau, genau, genau. Warum keine Fallen in dem Gang? Da waren Fallen drin, ursprünglich. Aber wir haben die abgebaut. Wir bauen die dann wieder auf, wenn die Insekten da sind. Keine Sorge, das läuft. So, hier haben wir nochmal ein Wildschwein, das wir auch wegbringen. Genau, Jen sammelt es ein. So, Fallen werden wieder aufgebaut. Sehr, sehr gut. Nice. Haben wir hier keine hohe Priorität auf den Regalen? Bevorzugt. Okay, passt aber. Das passt. Wir sollten, glaube ich, die Felder außen wieder bewirtschaften. Weil ich meine, wieso nicht? Wir haben gerade Frühling. Kannst du den Tierstall putzen, maybe? Ja. Eigentlich schon. Och nee. Oh Mann, Leute, was machen wir mit Jen? Was machen wir mit Jen? Jen hat nur zwei Zustände. Entweder will sie Chat auf die Fresse hauen oder sie dreht durch. Oder sie zündet die drei. Oder sie zündet die Bude an. Die Schutzjacke ist das Problem, oder was? Wie geht's denen denn hier? Der erholt sich langsam. Also entweder... Wo geht er hin? Geht er einfach? So ein undankbares... Wir geben dem Essen beste medizinische Versorgung. Aber dafür haben wir plus... Wir haben hier plus gemacht, das ist gut. Ist okay. Ist okay. Warum liegen hier Bauteile draußen? Das will ich nicht. Das will ich nicht. Soll das? Was ist das? Warum ist die überhaupt... Wir wollten nur Mörserpatronen hier lagern, oder? Oder bin ich doof? Wo sind die? Bei Waffen, oder nicht? Mörsergranaten da. Alles verbieten, was jetzt passiert. So. So, was passiert? Fäulnis bei Reispflanzen. Oh Mann, ey. Flammenwerfer, oder? Nee, da drin nicht löschen. Shit. Meine Lampe! Oh Mann, ich habe vergessen, dass da eine Lampe drin ist.
Mann! Oh, Stromkabel auch. Wie teuer ist die Lampe? Ist nur 40 Stahl. Keine Bauteile. Okay, nice. Ja, passt. Wir bauen die erstmal gar nicht wieder auf. Oben ist auch... Oh Mann, ey. Ja, das ist im Arsch wahrscheinlich. Feldarbeit haben wir hier auf einer 1. Ist das durch die Lüftung durchgegangen oder was? Das ist krass, oder? Konstruktion verbockt, weil ich glaube, weil Jen nur einen Arm hat. Na gut, so, Fallen wurden wieder aufgebaut, das ist gut. Die Tür hier fehlt noch, warum? Haben wir keine Kalksteinblöcke mehr? Doch, 197 wird jetzt gebaut, perfekt. Dann natürlich einen Zaun davor. Nee. Warte mal. Hier war nie eine Tür. Das ist Quatsch. Das ist Bullshit. Oh mein Gott. Hier war nie eine Tür, lol. Ich dachte so, hä, was ist jetzt hier los? Oh, warte mal, wir haben die Seuche hier bekämpft. Dann lassen wir die Reispflanzen, dann wachsen die, oh, die sind sogar bereit zum Ernten. Okay. Mhm, nice. Das hier können wir erlauben von mir aus. Das hier wird wieder aufgebaut. Chat gerade ein bisschen schlecht gelaunt. Wieso? Hungrig. Warum isst er denn nichts? Warum werden die Dinger nicht befüllt? Wir sind doch auf kritisch, ne? Und die Regale sind auch bevorzugt. Das ist weird, oder? Warum werden die nicht befüllt? Schlachten. Aber hier ist ja genug Fleisch. Und das nur bevorzugt. Auf vegan gestellt? Nee. Nee, nee, nee. Transport ist ja nicht Prio. Doch. Transport Plus ist Prio. Ach so. Ja, okay, wir könnten auf jeden Fall aber auch, also Schlachten ist, glaube ich, trotzdem kein guter, kein schlechter Vorschlag. Gucken wir rein. Hier wird geschert. Ja, wir können das aber wieder runternehmen von der Prio. Hier Pflege auf einer 2. Bauen bleibt auf einer 1. Feldarbeit auf einer 1. Reinigen machen wir auf einer 2. Forschen, ja... Es wird eh nicht dazu kommen. Wir haben gerade zu wenig Leute. Geschert, ja. Immer noch keine Insekten. Nein, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben. Also was ist... Also immer, wenn man Insekten nicht haben will, spawnen die sofort. Wenn man Insekten haben will, nix. Ich verstehe es nicht. Das sind... Ist locker, wie viele Folgen haben wir schon in diesen Insektenspawn? Locker 5 Folgen, oder? Locker 5. Versuchst du Jinxen, dann klappt das. Wie jinxt man das, was man will? Wegen dem Eisen im Raum, das dort liegt. Aber es ist doch genug Platz noch drumherum.
Es würde mich wundern, wenn das Eisen das verhindert. Und der hat bestimmt Insekten ausgemacht am Anfang. Kann man das irgendwie sehen? Habe ich irgendwas verändert? Was ist denn das hier? Warum steht hier maximale Anzahl von Kolonisten 2? Man kann die nicht ausstellen. Richtig lesen. Maximale Anzahl von Kolonien. Ich kann nicht lesen. Ich kann actually nicht lesen, das ist crazy. Naja, ich bin Streamer, ist auch egal. Oh, Großhändler. Oh, warte. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay, wir lassen den Chat schlafen, aber. Und dann wird hier durchgehandelt. Dann wird hier richtig geil durchgehandelt. Haben die sich gerade geboxt? Restsaft beleidigte das Alter von Falafeltasche. Da seht ihr mal, was passiert. Wenn man sich über das Alter lustig macht. Ah, warte mal, wir sind Safety Zone. Wohin? Wo läuft der hin? Ah. So, jetzt mal gucken, was sie haben. Wir können... Ey, lass uns die kranken Hühner verkaufen. Und die kranken Schafe. Die sind zwar wieder geheilt. Jawohl. Aber so ein paar verkaufen ist, glaube ich, keine schlechte Idee, oder? So, Speedy Maker weg. Wurzel weg. Hier ein Männchen. Haben wir überhaupt noch Männchen über dann? Ja. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein beim Verkaufen. Das reicht erstmal. Weg. Nee, Quatsch, wir haben hier voll viele noch. What the fuck? Okay, alle weg. Weg. Welche kriegen wir mehr Geld hier? Da ist ein nackter Mann! Wo? Captain Bedus, danke dir. Jingles, danke schön. Mr. Landström, danke schön. Schön weg hier. Oh ja. Das gibt Kohle. So, okay, was haben wir hier? Pemmikan könnten wir kaufen. Fleisch kaufen wir so nicht, aber Pemmikan ist eigentlich immer gut, ne? Aber lass uns mal ganz kurz gucken, was wir sonst noch haben. Moloch-Serum. Das könnten wir nur verkaufen. Verstärkte Läufe. Sollten wir... Ah, ne, die können wir nur verkaufen oder was? Farbstoff, nein. Holz, nein. Masken, nein. Hose weg. Beinprothese. Stoff kaufen wir auch nicht. Wir können das Leder verkaufen. Schafwolle verkaufen. Ja, wir kriegen eigentlich, wir kriegen wahrscheinlich mehr als genug, ne? Aber so viel Geld haben die halt nicht. Gronk? Oh, es ist viel Geld.
Lohnt es sich, Holz zu kaufen? So, wir kaufen auf jeden Fall Pemmikan. Und weil wir eh so viel Geld haben... Oh, nee, das ist zu viel. Was Teures kaufen? Ja, was denn? Was? Farbstoff brauche ich nicht. Medizin. Was? Die Esel? Die Esel gehören uns. Das sind unsere Esel. Nee, warte mal. Warte, warte, warte. Das sind nicht unsere Esel. Okay, wir kaufen die beiden Esel und das Holz wieder zurück. Holz wieder auf null. Sind wir bei 500. Medizin habe ich schon. Wozu brauchen wir Esel? Was ist das für eine Frage? Akzeptieren. Geil. Geld und Esel. Können die gute Eselmilch trinken dann? Kleidung können wir selber herstellen. Okay, gut, 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 gut. Dann haben wir hier Reis, den bringen wir auch rein. Das ist gut. Die Base ist so ein bisschen schmutzig. Ey, wir brauchen Kolonisten. Wie komme ich an Kolonisten ran? Wir müssen beim nächsten Angriff, beim nächsten Raid, müssen wir viele gefangen nehmen. Du hast einen Esel und einen Alpaka gekauft. Warte, was? Ne, ich habe zwei Esel. Alpaka hatten wir schon, oder? Tech Tree meinte eben jemand. Tech Tree für was? Sag mal, wollen die uns verarschen? Oh oh. Das ist so cool! So. Alright. So ein bisschen Hufeisenspiel. Was ich nicht checke, warum benutzt dieses Hufeisenspiel, aber nicht dieses geile Schachbrett, was hier ist? Ist das hier nicht zur Entspannung? Da ist kein Dach. Ich weiß. Ich weiß. Ich wäre auch so ausgegangen mit dem Regen. Was wir auch gleich machen könnten ist, ich glaube, wir lassen Jen mal putzen. So, Jen hat Reinigen auf eine 1. Wir machen mal Handwerk kurz raus, Transport raus, Bauen raus, Wärter raus. Und dann müsste Jen eigentlich so... Sag mal, was ist denn hier los? Ach so, weil da kein Dach ist. Das meint ihr? Hallo Matteo, meine Mama hat gerade gesagt, dass deine Haare momentan gut aussehen. Liebe Grüße an die Mama. Dankeschön. Die unnötigen Zäune im Gehege können auch weg. Ah, ja. Aber es wäre nur Arbeit, es abzubauen. Warum lasst du es nicht einfach stehen? Bauen wir das jetzt ab oder überdachen wir eher? Ich glaube, wir überdachen. Weil wir werden es wieder brauchen im Winter. Habe ich das? Kann man das neu connecten? Ja. Jetzt ist es zumindest aus. Wenn es aus ist, kann es nicht explodieren. Wie lange läuft RimWorld schon? Seit 22 Uhr. Esel schon eingefangen. Die Esel sind hier drin, glaube ich, oder? Warte, wo sind die? Oh, never mind. Wir warten, bis die wach werden. Warum kann ich die nicht einfangen? Haben Esel normale Zonen? Nein.
Wäre aber cool gewesen. Warum kann man das nicht queuen? So, Esel Nummer 1 wird reingeholt. Esel können wir trainieren, oder? Nee, warte mal. Man kann Esel nicht mehr trainieren. Früher konnte man die trainieren oder zum Transport. Früher ging das, jetzt nicht mehr. Okay, warum haben wir Esel gekauft? Ey. Leck mich am Arsch. Jetzt baut er das Feld hier an. Hör auf. Was mit dem Dach hier? Hallo? Hallo? Dach. Jetzt. Ach, warte mal. Das ist das andere Feld. Oh mein Gott. So, machen wir das auch mal aus. Matteo ist wie Claudi. Das nimmst du zurück. So, wir holen mal den zweiten Esel rein. Okay. Gut. Dann Chat braucht wieder eine andere Waffe. Das hier bringen wir weg. Oh, guck mal, das haben die jetzt befüllt. Das ist sehr gut. Hier haben wir Tee. Ich überlege gerade, können wir für Jen vielleicht eine Armprothese herstellen? Wahrscheinlich schon, oder? Warte mal. Nee, hier war das... Wo ging das? Hier? Bionischer Arm. Ja, das ist auch geil, oder nicht? Holzarm reicht. Nein, 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 nein. Jen ist Pyromanin. Wenn die einen Holzarm bekommt, dann fängt die an zu brennen. Keine Art Konstruktion. Ah, warte. Hatten wir nicht... Ah, warte mal. Das war unser Plan. Wir wollten Handwerk von Jen pushen, damit wir sowas herstellen können. Das war der Plan ursprünglich. Okay, okay, okay. Handwerk haben wir mit Nähen, glaube ich, gepusht, oder? Das ist es. So, das heißt bei Jen Handwerk auf ein 1. Ah, wir brauchen aber Stoff. Ich habe den verkauft. Okay, was könnte man noch handwerkliches machen? Wir wollen noch Jen loswerden. Ja. Kein bionischer Arm. Prothese reicht. Sie soll die Kolonie ja verlassen. Ja, bionisch ist zu teuer. Es kostet auch Hightech-Bauteile, sehe ich gerade. Ihr habt recht. Wo stelle ich eine normale Prothese her? Hier, Armprothese herstellen. Details. Was braucht man dazu? Handwerk 5. Das geht sogar direkt. Ja, nice. Das machen wir. Okay. Kann Chat das machen? What the fuck? Moment mal. Ah, Handwerk 2. Lol. Levelt Handwerk, wenn er die Sachen zerlegt? Ja, glaub schon, ne? Ja. Oh, okay, okay. Wir leveln jetzt Chat. Isa sagt, du sollst Monolithen erforschen.
Ich höre prinzipiell nicht auf Isa. So, das heißt, Jen stellt ihren eigenen Arm her. Okay. Mit einem Arm baut sie den anderen. Nice. Sehr nice. Hier sind wieder Hühnereier verdorben. Warum sind hier Hühnereier drin? Da sollte nichts an Essen überhaupt gelagert werden. Ja. Hier sind auch Eier drin. Why? Why? Ah, die sind unbefruchtet. Okay, die verderben in 9,4 Tagen. Ein Muffalo wurde zahm. Ist das gut? Ist das gut? Mit zwei Leuten was zu erforschen ist nicht gut. Was heißt das? Wir bauen erstmal unseren Arm. Da haben wir fast doppelt so viele Leute. Glaube ich zumindest. Wenn Jen einen Holzarm bekommt und der brennt, ist sie dann eine Armleuchterin? Warum arbeitet sie nicht weiter an dem... Tierpflege ist auf 2. Ah ne, warte mal. Doch. Jen ist auf Stufe 7 aufgestiegen. Okay, das ist krass. Sie levelt hart, das ist sehr gut. Warte mal, habe ich meinen Kaffee getrunken eigentlich? Shit. Hälfte ist noch da. Ist der Arm da? Nee. Was war das? Warte. Wie viele Armprothesen stellt sie her? Was macht sie da? Was ist das? Ein Herz? Warum baut sie ein Herz? Hier ist ihr Arm. Warum baut sie ein Herz? Für wen haben wir das gebaut? Okay, Herz auf Lager. Okay, können wir verkaufen dann. So, aber das heißt, bei Jen gehen wir jetzt hier hin, Operation, Aufgabe hinzufügen. Armprothese implantieren links oder rechts? Rechts, oder? Nee, linker Arm ist weg. Fuck, abbrechen. Abbruch. Armprothese implantieren links. Jetzt. Sehr gut. Okay. So, ab ins Bett, Jen. Und jetzt kommt der Dr. Arzt. Let's go. Komm. Wir sind Meisterarzt. Wenn das schief geht, dann hat funktioniert. Geil. Ich bin dumm. Ey, nein, bin ich nicht. Dankeschön. Nico, danke dir für 55 Monate, dankeschön. MobMac, danke dir auch für 67 Monate. Tyras, danke dir auch. Deutschberg, danke dir. Dankeschön. So. Okay, das ist gut. Wir haben jetzt einen neuen Arm. Das ist sehr, 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 sehr gut. Warum wächst hier Heilwurzel von selbst? Ja, scheinbar von selbst. Das ist in Ordnung.
So, Jen ist wieder wohlauf. Wir lassen sie mal weiter an dem Herz arbeiten. Ich glaube, wir haben damals das Herz in Auftrag gegeben, weil, wer war das nochmal? Irgendjemand hatte irgendwie Arterienverstopfung, ne? Wer war denn das? War das Trill? Ich muss aufs Klo! Aber dann bei dem großen, Hauke war das, stimmt. Beim großen Angriff sind dann aber fast alle gestorben, deswegen war es dann wieder egal. Warum auch immer wurde Pemmikan gegessen. Was? Wo wurde denn der gelagert, der Pemmikan? Warum hier die Haken bei Nahrung drin sind, check ich nicht. Wir hatten die doch alle verknüpft, die Regale, oder? Habe ich die neu gebaut? So, wir bringen die raus. Eine Quest ist verfügbar, wieder eine Außenmission, ne? Wir bräuchten mal. Wir bräuchten mal eine Quest, bei der jemand zu uns kommt. Und wenn wir den irgendwie. Den Angriff, der hinterherkommt, wenn wir den abhalten, dass er sich uns anschließt. Das brauchen wir. Ganz am Anfang hat dir das mal jemand erklärt. Danach wurde es zumindest nie konsequent umgesetzt, sagen wir es mal so. Worum geht's? Was meinst du? Schick Jen? Nee. Hast du bei Royalty nicht aktiv? Nee, habe ich nicht. Im Regal von dem Pastaspender sind auch noch Eier. Ah, hier. Danke. Da gibt es einen Kolonisten als Bewohner. Aber ich mache keine Außenmission. Außenmission ist zu risky. Dann schicken wir Jen los, dann ist sie verletzt oder stirbt oder so. Und dann sind wir nur noch eine Person. Und wenn Chat dann irgendwie umkippt wegen irgendwas, ist direkt vorbei. Also ich will Jen loswerden, aber erst, wenn wir mindestens einen Kolonisten über haben. Im Lager auch. Hier. Willst du kein Weed anbauen? Ey, ganz ehrlich, das Weed hat uns geholfen, als es alles den Bach runterging. So ein kontrollierter Lungentorpedo kann schon hilfreich sein. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Die sollen die dann gar nicht nehmen, sondern wir lagern die. Wir machen uns so einen großen Weed-Vorrat. Und wenn dann aber die Kacke am Dampfen ist und wir Stimmungsboost brauchen, dann rauchen wir den kontrolliert. Weil dann gehen auch die Schmerzen weg, ne? Wenn die irgendwie eine Wunde haben oder so. War nicht irgendwo in Ambrosia? Ambrosia war hier irgendwo, glaube ich. Guck mal, das ist sogar hier zum Ernten ready. Wäre auch gut. Aber ich meine, wieso nicht ein bisschen Weed anbauen? Dann machen wir uns jetzt einen Hasch. Aschfeld hier rein. Vielleicht hier hinten bei dem Reaktor. Ach so, das ist. Oh, okay, ich check's. Deswegen hatte ich das hier so gemacht. Der Baum hier muss weg. Oh ja. So eine illegale Plantage. Was macht denn der hier? Der soll hier weiter anbauen. Was macht er da? Also ja, kann er auch machen.
Hallo! Oh mein Gott. Sag mal, will er mich verarschen? Hä, warum? Hallo, warum sträubt er sich so? Hier baut er alles an. Dann fängt er hier an. Hat er was gegen Drogen oder was? Kann man irgendwie sagen, ganze Feld anbauen? Kann das nicht sein, dass ich jedes einzeln klicken muss, oder? Nee. Der hat Hunger. Das ist so cool. Er baut sogar lieber hier eine Blume an. Ziu, danke dir. 4 Monate, danke schön. Heidenzorn, danke dir auch. So, wenn der jetzt nicht aufwacht, von mir aus frühstücken geht und dann weiter anbaut, dann stimmt hier irgendwas nicht. Okay, ja, mach erstmal den Mais. Fehlt da nicht noch Licht unten? Das ist nicht überdacht. Was macht er jetzt? Erntet Pappe. Wo? Was macht der? Oh mein Gott. Mhm, okay. Ja. Mhm, okay, ja. Zone? Nee. Zone ist offen, er kann überall laufen, wo er will. Erntet Baumstumpf. Mhm. Interessant. Gute Laufwege, effiziente Laufwege. So, und jetzt? Baut Gebiet an. Genau, Blumentopf erstmal. Sehr gut. Reis abbauen. Sehr, sehr gut, ja. Okay. Also, so wie der sich gegen das Rauschgift sträubt, könnte man sagen, ist Markus Söder. Also, what the fuck? Also, er macht legit alles, außer das. Jetzt. Aha. Gut, gut, gut. So. Magst du dir nicht mal eine EMP-Waffe bauen? Stimmt, EMP-Granaten hatten wir. War mal vorgeschlagen und wäre auch keine schlechte Idee, ne? EMP-Handgranaten. Ich muss aufs Klo! Das künstliche Herz war in der Prio gar nicht weit oben. Das wird jetzt gebaut. Ich check's gar nicht. Warum? Lass ihn mal zu Ende bauen. Was ist das jetzt? Ach, scheiße. Ich weiß, ich hab die Prio verschoben, aber ich dachte... Ach, die Quest abgelaufen, ist okay. So, wir gucken mal nach unserem Rauschgift hier. 9,7% gewachsen. Wachstumsrate 0, weil es gerade Nacht ist, ne? Okay, wir haben auch schon wieder Sommer. Ne, den Arm hat sie ja fertig gebaut. Jetzt baut sie die Granaten.
Jo, Stimmung ist sehr gut. Bei Jen leider nicht so, obwohl wir... Ah, nein! Jen war Körperpuristin. Sie will gar keine Prothese haben. Jetzt haben wir die Schmerzen abgestellt. Aber sie hat einen Malus von minus 10, weil sie Körperpuristin ist und sie will keine Prothesen haben. Oh Mann. Yippie. Fuck. Und jetzt? Ferge, danke dir für 19 Monate. Dankeschön. Mann. Okay. Ey, ohne Mist, ich warte nur darauf, dass wir Jen einfach ersetzen können. Ja, wenn wir den wieder abmachen, hat sie wieder Schmerzen, glaube ich, oder? Hallo, Huyo, danke dir. Oder sollen wir den wieder abnehmen? Oh, Sklavenhändler. Wait. Vielleicht können wir Jen verkaufen. Wir verkaufen Jen und kaufen neue Leute. Nehmen wir mal, Jen ist keine... Kann man nicht verkaufen, oder? Oh, nice. Männliche Kolonisten sind zufriedener. Sehr, sehr geil. So, wir handeln mal. Jen ist kein Sklave, I know. Wenn wir sie aber gefangen nehmen, würde es gehen. Ah, warte mal. Oh, shit, wir haben kein Geld. Wir können eine Beinprothese verkaufen. Gold. Nee. Bioferrit. Ich will die Läufe halt nicht verkaufen eigentlich, ne? Sollen wir unsere Medizin verkaufen? Lass sie uns erstmal angucken. Ey, ich werde von vorne bis hinten verarscht in diesem Spiel, ne? Okay, also Maxter schon mal nicht. Oh, das sieht aber gut aus. Ja, das ist nicht so geil. Aber Rest geht. Und der hier ist zu teuer. Nein, beide zu teuer. Schneller Lerner, Metall abgeschrumpft und zählt, das ist eigentlich saugut. Das ist nicht so geil. Okay, wollen wir versuchen, Jen gefangen zu nehmen und sie zu verkaufen? Ist aber risky. Sehr risky, glaube ich. Prozent Chance, das ist hoch genug. Gold verkaufen will ich nicht. Oh, hä, das geht einfach so? Okay. So, nice. Was ist Jen wert? Das sehen wir jetzt gleich. So, Jen ist wert $566. Mehr als gedacht. Tschüss. So, dann Kräutermedizin. Bioferrit, tschüss. Beinprothese, tschüss. Reicht immer noch nicht. Wir müssen echt die Medizin auch verkaufen. Das reicht jetzt für den zweiten hier. Für den hier. Geschickt. 34 Jahre alt. Doppelflamme Medizin, was saugeil ist. Rest ausbaufähig. Nee, Gold nicht verkaufen. Vielleicht sollten wir nicht alles an Medizin verkaufen, ihr habt recht. 1700, das heißt, wir brauchen 1200 hier plus, ne, weil wir 530 haben.
So ungefähr. Gold weg. Nee, wir brauchen noch Gold, noch später, oder nicht? Ach so! Da steht ja schon die Differenz. Oh, ich bin dumm. Wir kriegen so viel von denen, obwohl wir die verkaufen. Oder doch? Nee, ich hab den nicht ausgewählt. Ich bin dumm. Bin doppelt dumm. So, jetzt. Und jetzt. Und jetzt zurück. Bin doppelt dumm. Nee, warte. Nee. Warte, jetzt bezahle ich so viel, ne? Wenn wir jetzt auf 530 gehen, dann bezahle ich 530. Ich verkaufe. Schnauze jetzt! So, ich komme jetzt auf 0, wenn ich auf 530 gehen würde, ne? So, jetzt. Boom. Seht ihr? Easy. Ihr guckt hier nicht bei Claudi zu, Leute. Ihr guckt hier bei einem Hochleistungsperformer zu. So, okay, wir nehmen das. Haben die uns das geschenkt? So. Nice. Wir haben Jen ausgetauscht. Das war eigentlich die ganze Zeit mein Plan. Feuerwehr auf eine 1, Patient auf eine 1, Arzt auf eine 1, Bettruhe auf eine 1, Transport Plus auf eine 1, Kochen auf eine 1 und Reinigen auf eine 1. Und wir sind good to go. Perfekt. So, dann Zeitplan, hier Außenbereich, Zuweisung, keine Drogen, Paste, Kleidung erlaubt, wir nehmen die Medizin, nehmen wir, ist falsch, nehmen die Medizin, kämpfen, mitführen, drei Medizin, das hier auch, nice. So, dann Klamotten, haben wir Klamotten? Du hättest Jen ausziehen sollen. Wer macht die EMP-Granaten? Okay, das war dumm. Fuck. Fuck. Handwerk 0. Shit. So. Und da speichern wir. Das war dumm. So, und das war's mit dieser Folge RimWorld. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Es geht am Sonntag weiter mit der 90-Minuten-Folge. Tschüss.